Herzlich willkommen beim Brave in One Podcast. Wir sind Tim und Aline und wir haben es uns auf die Fahne geschrieben, Paaren dabei zu helfen, eine glücklichere und erfülltere Beziehung zu führen und dabei mutige Schritte in die Zukunft zu gehen. Jede Woche teilen wir hier mit dir Gedanken und Erfahrungen zum Thema Partnerschaft. Schön, dass du heute dabei bist und etwas Zeit mit uns verbringst. Wir wünschen dir ganz viel Spaß in der heutigen Episode. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier im Brave in One Podcast. Hallihallo. Heute wieder mit einer kleinen Let's Talk About-Folge, wo wir euch auf Instagram wieder gefragt haben, was wir für ein Thema machen sollen. Und heute ist dabei rausgekommen, dass wir uns mal so ein bisschen unterhalten sollen über das Thema Auseinanderleben, beziehungsweise was das so mit sich bringt, wie das entsteht, was man tun kann. Über all diese Dinge werden Daline und ich uns heute wieder unterhalten. Wir haben wieder jeweils drei Fragen sich überlegt, die wir dem anderen gerne stellen wollen würden. Und dann können wir direkt reinstarten. Soll ich mal anfangen? Ja, lass uns beginnen. oder hast du eine Frage, die gut für den Anfang passt? Nö, fang du ruhig mal an. Okay. Was verstehst du unter Auseinanderleben und was glaubst du, wie es entsteht? Witzig, die habe ich auch die Frage sehr exakt, dann können wir die vielleicht beide gleich beantworten. Dann fange ich mal damit an und dann kannst du dann deine Sichtweise da so ein bisschen teilen. Ja, wie passiert das? Wie geschieht das? Ich habe mir auch im Vorhinein da so ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Und ich glaube, also wenn man es jetzt ganz runterbricht, dann ist ja Auseinanderleben, dass man einfach das Leben nicht mehr miteinander teilt. So, und das entsteht ja dadurch, dass man seine Aufmerksamkeit bzw. seine Prioritäten so setzt, dass man eben ja seine Zeit nicht mehr miteinander teilt. Das heißt, diese individuellen Bedürfnisse, die man dann hat, dass man sich mit seinen Freunden nur noch trifft, dass man die Arbeit höher stellt als die Beziehung, dass man seinen Sport, sein Fitness, weiß ich nicht, all diese Dinge einfach über diese Beziehung stellt, dann hat man einfach in der Partnerschaft keine Connection mehr, also es fließt halt keine Energie rein. Es kann halt nur das leben und das gedeihen, worin man auch Energie reinsteckt. Wenn man jetzt einen Garten hat und du gießt 90% deiner Blumen, dann werden die sehr, sehr gut gedeihen und die werden blühen, die werden schön aussehen und die anderen 10%, die halt im Sommer dann kein Wasser kriegen, die werden halt kaputt gehen. Mhm. Und so ist das bei einer Beziehung auch. Und ein weiterer Punkt, den ich da auch noch anbringen könnte, das ist jetzt so der eine Aspekt, dass man die Zeit nicht rein investiert. Mhm. Auf der anderen Seite denke ich, also dieses Auseinanderleben ist halt so ein Oberbegriff irgendwie. Das ist so. Ja, stimmt. Das beschreibt halt kein konkretes Problem, sondern es ist dann am Ende vielleicht einer Beziehung, wenn es dann auch auseinandergeht, einfach nur so ein Label, ja, wir haben uns irgendwie auseinandergelebt. Und das ist dann so. Ja, spannende Sichtweise. Es kann super, super viele Gründe haben. Und das mit dem zeitlichen Invest ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, dass es einen anderen Grund hat, dass man nicht miteinander redet. Also es kann zum Beispiel sein, dass Verletzungen da gewesen sind, die aber nicht angesprochen wurden. Und dadurch entsteht so eine innere Abwehrhaltung dem anderen gegenüber. Mhm. Und dadurch verfährt man sich irgendwie und hat dann nicht mehr so diese Connection zueinander. Und dann hat man das Gefühl, dass man sich auseinandergelebt hat. Aber das Problem liegt eigentlich ganz woanders, nämlich dass man Verletzungen nicht angesprochen hat. Mhm. Und dann labelt man das Ganze wieder mit, ja, wir haben uns auseinandergelebt. Ja, und ich glaube, das sind ja jetzt nur zwei Punkte, die ich da angesprochen habe. Ich glaube, es gibt noch ganz viele mehr. Aber es ist so dieses Oberthema und ja. Was ist deine Antwort auf diese Frage? Nee, ich würde dir da auf jeden Fall zustimmen, vor allem was die Prioritäten und das Zeitinvest halt angeht. Entsprechend da, wo du halt deinen Fokus hinlenkst, geht halt auch deine Energie hin. Und wenn du deinen Fokus so zu 10% oder so nur auf deine Beziehung lenkst, ist es ganz klar,
dass die entsprechend nicht viel Energie von dir bekommt, nicht viel Zeit oder auch nicht viel finanzieller Invest, der da reinfließt. Und das sind halt einfach so Punkte, die eine Beziehung am Leben halten. Also ich meine, dadurch, dass du dich auf deinen Partner beziehst, entsteht ja erst eine Beziehung. Und das entsteht, indem du dich mit ihm beschäftigst, indem ihr Zeit miteinander verbringt, indem ihr eben das Leben teilt, so wie du das auch schon gesagt hast. Und meine Meinung ist halt, das Auseinanderleben, je nachdem, was jeder Einzelne auch darunter versteht, für mich ist es tatsächlich so dieses, man teilt das Leben nicht mehr miteinander, man ist eher nur noch so Mitbewohner. Das labelt eigentlich für mich so dieses Auseinanderleben. Da ist keine Leidenschaft, kein Feuer mehr, keine Verbindung. Du kannst das wirklich spüren und sehen bei diesen Paaren. Aber für mich ist, also steht ganz klar fest, dass Auseinanderleben nicht von heute auf morgen kommt. Es ist ein Prozess und es ist immer ein, ja, da ist immer etwas, was, also ganz viele kleine Baby-Steps, die halt dann dazu geführt haben. Du hast halt ganz oft oder in ganz, ganz kleinen Schritten oftmals eine Entscheidung gegen deine Beziehung getroffen. Und das muss gar nicht so was Großes sein, dass du sagst, ey, jetzt auf keinen Fall machen wir am Wochenende was zusammen oder auf keinen Fall machen wir dies und jenes, sondern es sind einfach nur diese kleinen Momente, wo du, weiß nicht, wo du einfach dich gegen die Beziehung entscheidest und für etwas anderes. Und das passiert schon in den kleinsten Momenten. Ja, absolut. Und ich glaube halt, du merkst halt einfach, dass da eine innerliche Distanz ist. Du merkst, dass du dich innerlich irgendwie abgeschottet hast. Und wenn es erstmal nur zu einem Teil ist und du vielleicht auch eine These innerlich hast über den Partner, die dann immer wieder bestätigt wird, weil du es vielleicht nicht ansprichst. Und dann wird so ein entwickelt sich so ein Haufen innerlich bei dir, ein gedanklicher Haufen, der einfach gegen deinen Partner ist, wo du dann so eine innerliche Distanz aufbaust und du dann halt irgendwann sagst, ja, wir haben uns auseinandergelebt. Ein weiterer Punkt, der mir gerade noch in den Kopf kommt, ist das ganze Thema Zukunftsplanung. Wenn man so in so eine Beziehung reinkommt, dann ist ja erstmal so alles richtig cool und man freut sich und man plant die nächsten Urlaube und weiß ich nicht was. Ja. Und was Paare, glaube ich, dann auch so berichten, wenn sie sich auseinandergelebt haben, ist, dass sie dann eine unterschiedliche Zukunftsplanung oder eine unterschiedliche Vorstellung von der Zukunft haben, dass sie individuelle... Stimmt, das kann auch so ein Aspekt sein. Genau, ne? dass sie individuelle Ziele in Bezug auf Job, auf Wohnort, auf weiß ich nicht was, auf all diese Dinge, dass da ein sehr individuelles Ziel draus wird und dass das dann nicht mehr mit dem Partner zusammenpasst. Und das ist halt so ein, ich weiß nicht, glaube ich, auch so ein Problem unserer Gesellschaft und unserer Zeit, dass man so diese eigenen Ziele und dieses sich selber nur noch hundertprozentig entfalten können und alles, was jetzt so da mich davon abhält, das zu tun, wird irgendwie weggekickt. Das ist halt nicht cool und so kannst du halt auch keine Beziehung führen. Also auch in Bezug auf gerade, in Bezug auf die Zukunft und Visionen und all diese Dinge. Es ist super wichtig, dass du immer wieder mit deinem Partner auch eincheckst. So, wo wollen wir hin? Wo wollen wir gemeinsam hin? Was wollen wir erreichen? Und das schließt überhaupt nicht aus, dass du deine individuellen Ziele aufgeben musst, sondern du findest einfach nur mit deinem Partner neue Wege, sie umzusetzen. Und da darf man ein bisschen kreativ sein und es darf auch ein bisschen Zeit brauchen. Aber es gibt diese Wege. Und man darf halt nicht sich so sehr darauf versteifen, was man jetzt als Einzelperson will, weil dann lebt man sich auf jeden Fall auseinander. Ja, also dann ist halt einfach eine Beziehung nicht möglich, ne? Das, was du gesagt hast, ist ein spannender Punkt, den das ist wirklich eine Herausforderung, einfach jetzt so unserer heutigen Zeit von modernen Beziehungen, sage ich einfach mal so, dass wir es ja noch nie so hatten. Also gerade so unsere Generation ist ja sehr privilegiert aufgewachsen. Wir hatten keine Kriegserfahrung, wir hatten keine Nöte, die Grundbedürfnisse sind gedeckt. Und dadurch hatten wir natürlich auch sehr viel die Möglichkeit, uns mit uns selber zu beschäftigen, eigene Potenzialentfaltung, eigene Selbstverwirklichung, was ein unfassbares Privileg ist. Aber ich sehe auch, dass das auf jeden Fall eine Herausforderung ist für Paare. Aber ich sehe auch, dass Partnerschaft halt einfach so oder generell Beziehung, wir können so viel daraus lernen
Und da geht es halt nicht darum, dass ich als Einzelperson durchkomme, sondern dass man gleichzeitig es trotzdem schafft, eine gute Beziehung zu führen. Und durch dieses Führen der Beziehung wird man ja auch selber geschleift als Persönlichkeit, kann man selber wachsen als Persönlichkeit. Und so wie du gesagt hast, die eigenen Träume auf jeden Fall nicht aufgeben, aber trotzdem noch zu gucken, wie ist es halt vereinbar, wie ist es möglich innerhalb der Beziehung. Und wenn beide wirklich committed sind und sagen, wir wollen den anderen aufblühen sehen, dann findet man da halt auch Wege. Und dieses, ja, auch wenn es nicht halt sofort ist, dass beide sofort den Traum verwirklicht bekommen, sondern man da vielleicht auch mal Kompromisse oder andere Lösungen finden muss, aber dadurch kann man halt auch wachsen. Und das ist voll schön, dass du es so gesagt hast, ja. Und es gibt auch immer wieder ein neues Level von, ja, von Aufblühen. Ich meine, wir sind jetzt schon, ja, auch schon ein paar Jahre auf diesem Weg, da immer näher an unseren Kern zu kommen. Und wir können immer wieder, wie bei so einer Zwiebel, so eine weitere Schale abpellen. Ja. Und das funktioniert halt nur, wenn der Partner einen darin auch ermutigt, diese nächste Zwiebelschale irgendwie runterzunehmen. Mhm. Und das bedeutet natürlich auch, dass das Einfluss hat, in unserer Beziehung jetzt zum Beispiel darauf, wie wir Brave and One führen, wie wir arbeiten, wie wir unseren Alltag gestalten. Wir haben zum Beispiel letztens rausgefunden, dass ich halt viel mehr Schlaf brauche als Darlene. Und wir sind seit Jahren, also eigentlich seit dem Beginn unserer Beziehung irgendwie vor 10 Jahren, stehen wir immer gleich auf. Und jetzt haben wir das aber letztens nochmal ausprobiert, dass ich einfach mal eine Stunde länger schlafe und Darlene eine Stunde, also dass sie halt normal aufsteht, so wie sie halt immer aufgestanden ist. Und wir haben gemerkt, dass uns das beiden sehr, sehr gut tut. Und so darfst du deinen Partner einfach auch darin ermutigen, so seinen eigenen Weg zu finden. Und das ist, glaube ich, ja auch so ein bisschen so unser Geheimnis, um immer nah an dem Partner dran zu sein und ja, voll. Sich nicht auseinanderzuleben. Ja. Wir machen mal weiter mit der nächsten Frage. Die schließt so ein bisschen daran an. Was kann man denn jetzt tun, wenn man jetzt das Gefühl hat, da ist so eine gewisse Distanz zwischen einem und man möchte sich aber als Paar nicht aufgeben, sondern man möchte wieder zueinander finden? Ich musste ungelogen gerade schon, habe ich kurz überlegt, aber dann sind wir wieder woanders gewesen vom Thema her. Aber ich musste gerade wirklich an zwei ganz wichtige Sachen denken oder an zwei ja, Dinge, die wir auch in der letzten Zeit sehr fokussiert haben. Und zwar, das ganze Thema Kommunikation ist wirklich so ein Ding, da sagen ja auch wirklich die meisten Paare, das ist das Wichtigste für eine Beziehung. Und warum? Weil es grundsätzlich und wirklich ganz grundlegend darum geht, eigentlich die Verbindung zum Partner aufrechtzuerhalten. Und das ist, glaube ich, so das Geheimnis auch, dass du halt am Leben des Partners weiterhin teilnimmst und interessiert bist. Also das ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Und das kann man eben machen durch kleine Nachfragen. Das heißt nicht, dass man einfach den Alltag so durchtrottet und so durchlebt, sondern wirklich aktiv auch zu fragen, hey, was hast du? Also ich meine, man geht immer davon aus, dass man weiß, was der Partner denkt oder durchmacht. Aber ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich Tim frage, also wenn ich dich frage, hey, wie war denn dein Tag? Und dann kommen manchmal so Sachen, wo ich so denke, welcher Sphäre warst du da bitte heute Nachmittag in deinen Gedanken? Weil das kann man einfach nicht ahnen. Und deswegen ist es immer wieder gut, sich neu zu connecten. Und da würde ich einfach, also dadurch, dass das einfach auch jetzt so dieses Jahr Thema war, das ganze Ding Kommunikation, würde ich euch zwei Dinge empfehlen, die wir quasi als Angebot haben. Und zwar ist es zum einen, wenn ihr sagt, die Verbindung ist schon weg und ihr merkt diese Distanz in eurer Kommunikation und in eurer Beziehung, dann ist der Kommunikationskurs genau richtig für euch, weil da entsteht nämlich durch die Kommunikation entsteht diese Verbindung. Und das ist wirklich eine absolute Herzensempfehlung. Es passt identisch. Hatte gerade schon drüber nachgedacht. Das ist ja auch alles nicht abgesprochen, was wir jetzt hier machen. Aber wir packen das dann einfach mal in die Shownotes. Also das ist auf jeden Fall, wenn ihr schon diese Distanz auch merkt und da rauskommen wollt aus diesen, aus dieser Distanz und wieder in die Verbindung kommen wollt. Und wenn ihr einfach kleine Impulse braucht,
bessere Fragen, damit ihr auch andere, tiefgründigere Antworten bekommt, ist halt unser Deep Dive Buch die beste Möglichkeit, weil ihr da wirklich 365 Fragen habt. Jeden Tag eine Frage für ein tiefes Gespräch und das ist auf jeden Fall ein kleines Tool mit einem großen Impact. Und diese zwei Sachen aus unseren Produkten kann ich euch absolut von Herzen empfehlen, weil sie genau da ansetzen und genau. Genau, und grundlegend kann man auch da erstmal sagen, auf die Frage jetzt, was kann man tun, wenn man sich jetzt auseinandergelebt hat und man möchte wieder zueinander finden, ist der erste Schritt, einfach wieder Zeit miteinander zu verbringen. Ja, voll. Und wieder in die Connection zu kommen, dass man einfach Zeit miteinander verbringt und das Leben miteinander teilt und sich über, vielleicht am Anfang sogar erstmal nur über banale Dinge austauscht, aber dass man da einfach mal erstmal so ein Gefühl hat oder Gefühl bekommt von, okay, ich nehme jetzt tatsächlich aktiv an dem Leben des anderen teil. Ja. Ich glaube, das ist dann ein ganz guter Beginn und natürlich auch vom Mindset her, wenn sich zum Beispiel negative Gedankenmuster über deinen Partner schon etabliert haben, nimm dir einfach mal für ein paar Wochen, sagen wir mal einfach 4 Wochen, schreib dir einfach mal jeden Tag aufs Neue einen Satz über deinen Partner auf, was du heute gut an ihm gefunden hast, was seine Stärke ist. Also einen positiven Satz über deinen Partner. Dein Partner muss das nicht lesen, sondern es ist einfach nur für dich, dass du dich wieder darauf programmierst, auch die positiven Seiten an deinem Partner zu sehen. Und das macht schon ganz viel in eurer Interaktion, ja, weil ja. du dann natürlich auch die positiven Seiten an deinem Partner wieder siehst und ihr so dann auch wieder gut in Kontakt kommen könnt. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil schlussendlich kann dein Partner ja nichts dafür, was du denkst. Du bist verantwortlich für deine Gedanken. Und deine Gedanken bestimmen auch deine Handlung und dein Verhalten. Und wenn du deine Handlungen ändern möchtest, musst du halt eben bei deinen Gedanken anfangen. Das erlebe ich auch in den Coachings, wenn die Coaches tatsächlich wirklich so ein negatives Bild haben, dann handeln sie auch anders und dann entsteht gar nicht diese neue Möglichkeit von dieser Verbindung. Und da auch nochmal als letzten Tipp zu der Frage, macht mal etwas anders als sonst. Wenn ihr sagt, es ist so ein Trott drin bei euch im Alltag, wenn ihr sagt, irgendwie fühlt ihr diese Verbindung nicht, dann macht einfach irgendetwas anders. Und wenn es nur eine kleine Frage ist, die ihr anders stellt und wenn es wieder der Abschiedskuss ist, den ihr euch wieder gebt, den ihr irgendwie seit ein paar Wochen nicht mehr macht, keine Ahnung, oder eine Überraschung, ein Date, wie auch immer, aber macht etwas anders und dann werdet ihr auch schon merken, dass euer Partner auch eine andere Möglichkeit hat, da anzudocken und sich auch anders zu verhalten. Genau, und damit machst du weiter mit der nächsten Frage. Hast du recht. Hattest du schon mal das Gefühl, dass wir uns voneinander entfernten? Ja, tatsächlich. Jetzt bin ich gespannt. Also das sind ja wirklich unvorbereitete Fragen und Antworten. Jetzt bin ich gespannt. Ja, das weißt du aber auch. Also das war... Ich hoffe, dass ich das weiß. Ich überlege gerade mal, wie ich das beschreibe. Also es gab so eine Zeit in unserer Beziehung, da war ich noch, glaube ich, im Studium und du warst, glaube ich, schon arbeiten. Und dann hatte Darlene halt super viele Dinge parallel. Da war dann... Ja, okay. Ja. Einfach super viele Termine, die sie aber gerne wahrnehmen wollte. Sie war... war in so einer Jugend, wo sie mit Jugendlichen zusammengearbeitet hat und ich weiß gar nicht, was du noch alles parallel hattest, hast dich super viel mit Leuten getroffen und all diese Dinge. Auf jeden Fall war das dann so, dass ich mich an der Stelle so ein bisschen außen vor gefühlt habe. Ich wollte dir das aber natürlich auch gönnen, ich wollte dir das gönnen, weil ich wusste so, du möchtest gerne diese Erfahrung machen und du brauchst das jetzt gerade. Aber da war dann für mich auch so, okay, bis zu welchem Grad kann ich dir das gönnen und bis zu welchem Grad sehe ich dann aber nicht mehr uns als Beziehung, beziehungsweise ab welchem Punkt fühle ich mich dann disconnected von dir? Und das war, glaube ich, einer der wenigen Punkte oder einer der wenigen Momente in unserer Beziehung, wo ich echt so gedacht habe, na, wenn das jetzt so weitergeht, dann müssen wir mal gucken. Also für mich ist das nicht so cool. Und ja, also da auch nochmal Thema Liebessprachen. Hört euch da super gerne mal die Folgen an. Meine Liebessprache ist halt Zweisamkeit.
Das heißt, ich brauche aktiv auch diese Zeit mit Darlene, dass wir gemeinsam Zeit miteinander verbringen. Und das war halt in diesem Moment nicht so. Und dadurch, dass ich dann bei diesen ganzen Events, wo Darlene war, nicht dabei war, hatte ich auch nicht das Gefühl, Teil ihres Lebens zu sein. Und man muss dazu sagen, du warst halt gar nicht der Typ dazu, ne? Also auch wenn, genau, wenn jetzt Events da gewesen wären, wo du hättest mitkommen können, da hattest du nicht wirklich Lust drauf, die ganze Zeit unterwegs zu sein. Genau, ich habe mir halt einfach gewünscht, dass wir zu zweit mehr machen. So, ja. Das war mein Wunsch in der Situation. Und ja, das haben wir dann ja auch gelöst. Also ich meine, wir haben dann da ganz offen drüber gesprochen, wie was funktioniert und in welchem Maß wir dann auch mehr Zweisamkeit wieder in unsere Beziehung bringen. Und das war wichtig, weil hätten wir so weitergemacht, weiß nicht, hätte sich das, glaube ich, noch ein bisschen mehr entfernt und dann wäre das, glaube ich, nicht gut geendet. Aber da auch wieder die Sache, hättest du nicht den Mund aufgemacht, hätte es nicht verändert werden können. Genau, also das ist auch ein Learning daraus, um das Ganze dann auch zu drehen. Sage deinem Partner, was dich stört. Und am Anfang wird das für Krawall sorgen oder für Unmut auch bei dem anderen, weil der andere hat ja auch Spaß an seinen Sachen, die er da tut, weil sonst würde er sie ja nicht machen. Und für mich war das auch nicht einfach in dem Moment, aber es ist schlussendlich, war ich trotzdem überrascht. Also ich hätte halt nicht gedacht, dass deine Wahrnehmung so ist. Also ich hätte es nicht riechen können und deswegen sprecht das immer an. Mach den Mund auf. Ja. Genau. Du hast die nächste Frage. Genau, und damit kommen wir zu meiner letzten Frage. Wie kann man vielleicht präventiv handeln, damit diese Situation gar nicht erst auftritt? Also ich glaube, dass es halt wirklich ganz wichtig ist, für mich persönlich tatsächlich, deswegen Tim mag die Frage manchmal abends nicht, weil er schon so müde ist. Das ist sehr korrekt. Aber trotzdem, auch wenn wir viel Zeit in dem Sinne, ja, also nicht zusammen verbringen, wir arbeiten zusammen und sind deswegen auch, sind beide auch zu Hause, das heißt aber trotzdem nicht, dass wir beide dann halt entsprechend dasselbe tun oder selbe Gedanken haben. Und das finde ich halt immer so faszinierend. Hatte ich ja gerade schon gesagt, manchmal warst du auf einem ganz anderen Stern in deinem Kopf, gedanklich. Und ich bin dann immer wieder erstaunt und bin dann aber froh, abends nochmal diese Frage gestellt zu haben, um einfach das Gefühl von mehr Verbindung zu haben, wie dein Tag eben war. Ja, eigentlich ist das diese Frage, wie war dein Tag? Bist du für was dankbar? Was würdest du ändern? Bist du innerlich zufrieden? Sorry. Genau, es ist einfach so eine, also so ein Rahmen oder so eine Option, wo man dann auch sagen kann, wenn was nicht so cool war oder wenn was besonders gut war. Und bei uns ist das manchmal so, Lina hat es schon gesagt, am Abend habe ich da manchmal auch keinen Bock drauf, weil ich dann einfach auch müde bin. Weil Darlene das dann immer so in so Momenten, also Darlene braucht immer ein bisschen länger zum Fertigmachen abends als ich. Und ich liege dann schon im Bett und bin dann manchmal schon so im Halbschlaf. Und dann kommt Darlene noch an und sagt so, ja und so, wie war dein Tag? Lass uns aber tiefe Gespräche führen. Ja, super. Da könnt ihr euch vorstellen, wie ich dann drauf bin. Da habe ich dann halt auch keinen Bock drauf. Aber wisst ihr was, okay, ich muss eine Sache noch erzählen. Wisst ihr, was auch manchmal witzig ist? Tim kann manchmal auch so halbe Gespräche führen. Oder so tun, als wenn er zuhört, obwohl er schon im Halbschlaf ist. Das hatten wir letztens irgendwann, da habe ich dir das am nächsten Tag nochmal erzählt. Und ich so, das habe ich dir gestern alles schon erzählt. Hast du das nicht mehr mitbekommen? Dass du aber auch nicht daraus lernst. Naja, auf jeden Fall. Du bist da ziemlich gut drin, muss ich sagen. Naja, auf jeden Fall gibt es dann halt da die Option für Dinge, die vielleicht gerade nicht so laufen. Und dann könnt ihr das mit dem Partner auch teilen und ist halt einfach cool, sowas zu haben. Ja, voll. Oder auch morgens einfach reinzustarten. Worauf freust du dich heute? Was steht an? Einfach, dass man Interesse am Leben des Partners zeigt und ihn oder sie dabei unterstützt, einen guten Tag zu haben, ein gutes Leben zu haben, aufzublühen. Und auf der anderen Seite dann aber auch wirklich Zeiten zu zweit zu priorisieren. Ganz, ganz wichtig. Ja. Ich glaube, du hast noch eine. Ist so ein bisschen in die Richtung nur eher persönlich. Was würdest du sagen, tun wir, damit wir uns nicht auseinanderleben? Gibt ja jetzt verschiedene Ebenen, würde ich fast sagen. Ja, gibt viele verschiedene Ebenen. Also eine Ebene ist auf jeden Fall eine gemeinsame Zukunftsvorstellung, die sehr, also, dass wir halt Brave and One hier machen, dass wir
dass wir gemeinsam einen tieferen Sinn darin gefunden haben, das verbindet uns ungemein. Dann haben wir natürlich Kommunikationsrituale in dem Sinne, wenn man das jetzt so möchte, dass wir uns da connecten. Dann haben wir Date Nights, wo wir vielleicht auch mal essen gehen. Jetzt geht's ja mittlerweile wieder. Yay! Dass wir machen sehr, sehr häufig Spaziergänge. Mhm. Fast täglich eigentlich, wo wir einfach hier nur eine Runde um den Block gehen. Ja. Das muss gar nicht lang sein, einfach nur eine halbe Stunde oder so. Wo wir dann einfach, ja, keine Ahnung, über alles reden, was gerade so in unseren Köpfen abgeht. Und das ist echt, also jetzt nochmal so rückblickend betrachtet, das ist eigentlich mega gut, weil da einfach beim Spazierengehen nochmal andere Gespräche hochkommen, ne? Oder ja, entstehen. irgendwie, also beim Spazierengehen ist man ja auch so in Bewegung und man möchte vielleicht auch Dinge loswerden, keine Ahnung, irgendwie ist das so ein anderes. So fühlt sich das danach aber immer an, ne? Das ist so ein anderer Vibe irgendwie, ich weiß auch nicht. Man ist Sachen losgeworden, danach fühlt man sich immer klarer, ich weiß nicht, also es ist schon cool. Genau, also es gibt bei uns auf vielen verschiedenen Ebenen dieses Connecten und miteinander verbunden sein. Ja, das können für mich auch sind das Rituale, die auch damit reinspielen. Also dadurch, dass wir halt von zu Hause aus arbeiten, kochen wir zum Beispiel jeden Mittag frisch und haben eigentlich die meisten Mahlzeiten auch zusammen, jetzt durch Corona so oder so. Ich überlege gerade, also es sind so diese kleinen Dinge im Alltag, diese kleinen Rituale und das morgendliche Kuscheln zum Beispiel. Wir fragen uns jeden Morgen, wie hast du geschlafen? Auch wenn das, also keine Ahnung, aber es ist jeden Morgen, also wenn wir diese Frage nicht stellen, dann fehlt was. Und das ist halt cool, wenn man das als Paar hat, diese Rituale, weil die werden schon so zur Gewohnheit, sich zu connecten. Das ist einfach so ein Mini-Check-In. Ja. Oder wir haben uns das auch zur Angewohnheit gemacht, zu fragen, so, alles gut bei dir, so, das. Also, wenn man das Gefühl hat, man ist irgendwie disconnected, ne? Ja, also du stellst die Frage auch manchmal einfach so total random, ja. Hm. Ja. Aber auch das bietet wieder den Rahmen und die Möglichkeit, Dinge zu teilen, wenn halt was nicht so cool ist. Absolut. Genau. Das waren so unsere Gedanken zum Thema Auseinanderleben, wie das Ganze passieren kann, was man tun kann, wie man auch präventiv handeln kann. Und genau, wir hoffen, ihr konntet wieder einiges mitnehmen. Wenn du jetzt sagst, du möchtest gerne präventiv handeln und da ja auch nochmal so ein bisschen mehr mit deinem Partner in die Umsetzung kommen, dann können wir dir da definitiv unser Deep Dive Buch empfehlen. 365 Fragen für mehr Tiefe in deiner Partnerschaft. Und wenn du dich schon disconnected fühlst, dann hat Darlene einen sehr, sehr schönen Kurs aufgenommen, der auch nicht so teuer ist. Wo ihr schnell einsteigen könnt, schnelle Ergebnisse habt, genau, schnell und mehr versteht, und dann nochmal mehr die Dynamiken hinter Kommunikation versteht und voll, was man da alles beachten kann. Ja, genau, ihr Lieben, das packen wir euch alles mit in die Shownotes und wünschen euch eine ganz wundervolle Woche. Wir sind jetzt tatsächlich schon so ein bisschen, um euch nochmal mit hinter die Kulissen zu nehmen, schon so ein bisschen in Podcast-Vorbereitung. Die nächsten Folgen werden wir auch vorher aufnehmen für den Juli. Und dann geht's für uns auch im August in die Babypause. Und deswegen ganz, ganz spannende Zeit gerade. Wenn ihr noch mehr Inspo braucht, kommt bei Instagram vorbei. Und da seht ihr auf jeden Fall nochmal mehr. Wir wünschen euch eine wundervolle Woche und hören uns nächste Woche wieder. Ciao. Bis dahin.